Alrighty, Lieben, weiter geht's mit dem F1 Manager. Wir hüpfen nach Miami. Passenderweise habe ich auch das passende T-Shirt an von Oracle Red Bull Racing. Und wir starten rein. Überspringen das Intro natürlich. Und gucken mal, wie es läuft. Kann ich nicht eigentlich die älteren Komponenten... fürs Training nutzen? Und die anderen Komponenten dann halt im Rennen einbauen, die besseren. Das ginge doch, oder? Dann verbrauchen wir dann verbraten wir die frischen Komponenten nicht so. Meinem Kopf ist immer Heckflügel ganz unten bei den Settings. So, optimal. Bei Geraden halt auch ganz unten ist und Heckflügel hat halt die meisten Auswirkungen auf Geraden. Okay, wildes Setup. Ich hoffe, dass das bei Norris nicht funktioniert, weil sonst müssen wir in ganz wilde Richtungen... was machen. Nee, Training kannst ja die Komponenten hin und her wechseln, wie du willst. Da soll es keine Strafe geben. Overspring. So, starten wir rein. DRS aktiviert. Danke, dass ihr mich dafür unterbrecht. Wichtig und richtig. So, gucken wir mal, wie es läuft. Und hat das Metallteil mit dem Glashalter einen Platz gefunden? Moment. Sieht man... da, man sieht sogar. Man sieht nur die Spitze vom... aber es ist im Prinzip zwischen zwei Lenkrädern. Auf der Wii U steht's. Habt ihr zum Thema Sitzsack noch was gesendet, Kuss? Ehre. Sehen wir uns das mal an. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Oh, das ist im F1 Spiel böse, weil der Körper ist Big Uff. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Sehen wir uns das genauer. Spinala. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Und da, da. Gab sogar einen leichten Einschlag. Moin, Bench. Ah, die ganzen Komponenten sollten hoffentlich noch durchhalten. 23% beim Getriebe. 38% bei dem. Passt hoffentlich. Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Das ist ja nicht mal kritisch tatsächlich. Oh, Konkurrent mit Unfall, wer? Das war ein Unfall. Sehen wir mal, was da passiert ist. Gut, da ist der Ferrari. Okay, interessant, dass bei Schumacher als Dreher gilt, aber bei ihm als Unfall. Klar, war ein bisschen mehr als bei Schumacher. Härterer Einschlag, aber trotzdem. Okay, Setup-Vertrauen gut. Bei Norris weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ob es da überhaupt Feedback gab. Großartig schlecht, schlecht, großartig schlecht. Ich würde es halt gerne auf Standard-Settings zurückstellen. Moment. Jetzt weiß ich auch grob, wo ich hin muss. Also.
Let's give it a try. Do you just want to give a very big, quick bit of feedback, and then we'll jump you out? I'm struggling, and it's getting worse. Okay, understood. Kick. Ich hoffe, du bist gleich genauso impressed, wenn ich im zweiten oder dritten Versuch auf 90 plus komme. Ist der F1 Manager im Vergleich zum Motorsport Manager, hat er einen Mehrwert? Präsentation, Lizenz. Mal gucken, wie das restliche Programm umgesetzt ist. Norris auf P6. Okay, jetzt geht's nach vorne ein bisschen. P4 und P6. Kann man mal machen. Ich schaff's aktuell mit Haas nicht beim Training über 91% zu kommen. Liegt's an mir oder gibt's da ein Limit? Das Limit ist 100. Also wenn man da genug auf optimal kriegt, kommt da sogar am Ende 100 bei raus. Also alles auf optimal. Ist halt nicht easy. WB-Dümchen. Wird jetzt gewonnen? Ja. Gab Unfall. Und Tsunoda ist raus. Virtual Safeguard. Ja, natürlich stoppen wir während des VSCs. Wichtig. Wollt ihr mir den... Ja, danke. Let's go. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Ist eindeutig etwas schief gelaufen. Das ist ein herber Schlag für das Team. Können Sie sich davon erholen? Wir werden sehen. Die Anzüge bei AlphaTauri sehen halt null nach den Anzügen von Dings aus. Gnex Harun, ich habe deinen Sub verpasst. Sorry, Alter. Vor 18 Minuten. Fünfter mit Prime. Ehre. Nabend. Moini. Ich hoffe, du bist gerade auch am Start und hörst das. Sorry. How's the balance? It's pretty even. Okay, understood. Dann lassen wir die Jungs noch auf der Strecke, ne? Schicken die jetzt nochmal auf den selben Reifen raus. Ja, direkt 80%. Ist doch gut. Wir wissen ja im Prinzip direkt, wie wir die auf noch mehr bekommen. Und ja, aus Gaming, vielen Dank für den 24. Sven Promillekeeper, vielen Dank für den Prime Sub. Ehre, Leute. Hast du schon eine ganze Saison durchgesuchtet oder wieso jetzt plötzlich so weit oben? Nö. Magnus, ein Unfall. Im Training kannst du nur einmal kurz ERS zünden und bist zeitentechnisch ganz gut unterwegs. Alter. Oh, ein schlimmer Unfall. Und Mu, vielen Dank für die 5 Gift-Subs, Alter. Ehre. So far it's been more fun, fun limited. Weißt du, welche Tiere Mu machen? Kolibris. So I need to look after these tires.
Vielen Dank auch für die ganzen neuen Follows, Ehre, Leute. Well done, mate. Great day. Oh, Reifenverschleiß juckt nicht. Pusht einfach weiter. Einfach weiter pushen. Alter Ranter, krass. Mit Williams P13 in Monaco geholt als bestes Ergebnis bisher. Stark. Genau, das ist bei 54%. Dann erstmal bei Ricciardo gucken. Achso, ja doch, das ist Ricardo mit 80%. Ich wollte schon sagen, hättest du ein ziemlich gutes Setup, warum hat Norris nur 50 oder so? Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Easy. Probieren wir es so. P4 und P6 in Baku mit Aston Martin. Stark. Ist aber auch eine Aston Martin Strecke irgendwie, ne? Realistische Crashes und Lenkung und gute Schadensbilder würden das Spiel extrem verbessern. Ganz ehrlich, das würde dem Spiel, finde ich, kaum was hinzufügen, weil... Das macht das Spielsystem an für sich nicht besser. Keine KI, die dich im Quali aufhält. Das würde das Spiel zum Beispiel verbessern. Bin auch mit Aston Martin am Start, bis jetzt eine reine Katastrophe. Bei mir läuft bei Aston Martin absolut nichts. Ja. Die Stimmen, die mit Aston Martin unzufrieden sind, überwiegen. Ich reihe mich da ein. Ich gucke mir die Rennen nicht ganz komplett an, Florian, aber ich bin auch nicht auf mal 16, ich bin auch mal 2 meistens. Oder das Vollbremsen auf der Strecke. Ja, also das, was halt wirklich spielerischen Einfluss hat, das müsste man ändern. Dass da Crashes manchmal nicht ganz... Alter, wie... Was für ein Train ist da bitte hinter Albon? Und hinter Latifi, dass da manchmal optisch was nicht ganz optimal aussieht, das juckt ja im Prinzip nicht. Gibt halt viel wichtigere Sachen da und da krankt das Spiel auch noch dran. Setup-Vertrauen, großartig. Nice. Großartig, großartig, optimal, optimal, schlecht. Okay, das ist schon mal gut. Weil das Thema Heckflügel gibt mir jetzt noch ein paar Freiheiten bei anderen Settings. Nee, Moment.
Das mit dem... Ja, manche Sachen sind jetzt nicht unbedingt besser dann. Nein, abbrechen. Wir fahren mal 30 Runden auf Metz. Ja, also rein optisch ist es mit so einem Fußballmanager auf jeden Fall krass. Das definitiv. Aber deswegen meine ich auch, die Funktionalitäten sind halt beim Fußballmanager teilweise echt heftig. Deswegen, das würde ich mir halt bei, das würde ich mir halt hier wünschen, dass da halt die Funktionalität quasi auf Augenhöhe wäre mit dem Fußballmanager. Zurücksetzen. Probieren wir es so nochmal. Du fährst auch so 25 Runden, 30 Runden. Passt schon. Bei mir hat es Magnussen geschafft, 3 Getriebe in Monaco zu zerstören. Nice. Was mich nervt, ist, dass man das Setup immer anpassen muss. Sind doch oft genug auf den Strecken gefahren. Gut. Das zieht nicht ganz, weil immer andere Bedingungen. In dem Fall ganz andere Autos als in den letzten Jahren. Und darüber hinaus musst du auch bedenken, dass Temperatur und Co. auch nochmal einen Unterschied macht. Dass man Streckenkenntnis erst erlangt, das ist halt irgendwie strange auf den meisten Strecken, weil... Aber das ist halt ein Spielsystem halt, ne? Dave, lohnt sich F1 22 zu holen, wenn ich 21 hab? Ich würde behaupten, es lohnt sich weder das eine noch das andere. Hol dir den 20er. Für einen 10er oder so kannst du den safe schießen. Easy. Unterschied zwischen den Fahrern gibt's ja. Oh, weit ab von der Linie. Das ist zum Beispiel Magnussen. Der macht Fehler. Andere machen weniger Fehler. Wie sieht's eigentlich mit Norris Getriebe aus? Hat noch 19%, ist easy. Großartig, ja, sehr gut. Okay, understood. Deinem Top-Team Monaco sind die Überrundungen kriminell. Ei. Autsch. Kann man die Fahrer trainieren? Im Prinzip ja. Fährt er auch? Also als Manager fahre ich nicht, nee. Moin, Madi. Wir brauchen mehr Hustensaft, ja. Ich
genehmige mir gleich noch einen Schluck. Huh. Setup-Vertrauen 80, 86. Nicht gut. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Okay, Traktion muss ins andere Extrem. Aber sowas ist halt auch gut, weil dann weißt du, wo das Setup schon mal nicht hin soll. Probieren wir das nochmal. Machen wir auf dem Soft. 15 Runden. 86% bei Norris. Let's try it. Im Zweifel habe ich noch ein bisschen was anzupassen. Aber ich weiß auch theoretisch wohin. Stabi ist key. Radio check. Ich nutze im Quali Automatikmodus. Mach doch mal den Challenge Mode. Stroll zum Weltmeister. Nee. Wie heißt dein zweiter Kanal? Dave Gaming Uncut. Moin Kifoga, moin Don Chris. Kneift sogar Dave. Ja, eben. Ey, sag mal so, ich habe auch wenig Berührungspunkte mit der Familie Stroll, sonst würde ich vielleicht mich in ihren Dienst stellen. Vielleicht würden ein paar grüne Scheine was daran ändern. Wobei, wir sind in Deutschland. Vielleicht würden ein paar lila Scheine was daran ändern. Komm, gib mir den letzten Feedback-Punkt, bitte. Danke. Setup-Vertrauen großartig. Ricardo hoffentlich auch. Sauber. Wer kommt da von der Linie ab? Ja, Latifi. Traktion ist gut, okay. Let's go. Probieren wir es nochmal. Oh. No. Das dauert 40 Minuten. Nein, 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 nein. Warum?
Lass mich doch mit meinem 18% Getriebe einfach weitergefahren. Oh Gott, das ist ja echt enttäuschend gerade. Ja, wow. Ah, Traktion ist hier schlecht. Gut, wir müssen in die andere Richtung. Ich habe mir eine Sache, warte mal. Ich muss mal meinen Stream gerade schnell klippen. Okay, das ist gut. Das Grüne ist Bestes. Okay. Cool. Grün ist das bisher Beste. Okay. Das könnte gut passen. Du musst jetzt aber kein neues Getriebe oder so bekommen, oder? Dann fahr mal bitte die nächsten 30 Runden durch. Danke. Alfa Romeo bockt sehr. Das glaube ich dir. Alfa Romeo ist krass schnell. Vor allem Valtteri Bottas bankt so hart, wie er in seiner Mercedes-Zeit noch nie gebankt hatte, gefühlt. Okay, das klingt irgendwie falsch. Klingt falsch, aber trifft es schon ziemlich gut. Moin, Hollywood. Kannst auch die genaue Prozentzahl des Setups schon im ersten Menü auf der Strecke sehen, muss nicht in die Box. Ja, aber ich will halt direkt das Setup dann anpassen. Also deswegen hole ich die an die Box. Weil es nur zu wissen, würde mir ja wenig bringen. Hätte, sobald ich es Dienstag habe, Binotto entlassen. Hat jemand die italienische Presse eigentlich im Blick? Wie steht die denn eigentlich aktuell so zu Mattia Binotto? Konkurrent mit Unfall. Ui. Okay, I had a walkout. Copy. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns das mal an. Da ist Aston Martin. Die Kontrolle ging verloren und da ist der Unfall. Sie sind gecrashed! Schwierig. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal gelaufen. Man könnte sagen, okay, Lando, that is the end of the session.
Immerhin 91% Streckenkenntnis bei Norris und 100% bei Ricciardo. Das Setup war halt eigentlich, glaube ich, echt bei beiden sehr gut. Also... Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt Setup-Vertrauen im Quali erfahre? Im wahrsten Sinne des Wortes, das erfahre. Kommen die dann später die Bonuspunkte dazu? Weil jetzt könnte ich im Prinzip ja nur die 91er und 90er Setups nutzen. Dreimal großartig. Komm, dann machen wir es halt so. Das sind keine Bonuspunkte, nur die drei Standarddinger. Ja. Wo sehe ich denn jetzt die Bonuspunkte für die Dudes? Ach, ist auch egal. And ready to check. Yeah, I'm ready to check, all good. Okay, so that's a green light. Aktuell ist es halt purer Gamble, ob du im Verkehr rauskommst oder nicht. Perfekt. Es ist Skill. Boah, Norris mit dem Feder oder was? Ricciardo schnell. Ricciardo sehr schnell. Ricciardo so schnell, dass er nicht nochmal eine neue Runde braucht. Nein! Im Training konnte ich nicht den harten nutzen mit Norris, deswegen haben sie mir einen Soft... Oh, Orgiel, Alter. Gut, dass Daniel keine Weile Runden braucht. Der hat aber noch einen Soft. Also noch einen Soft extra. Norris braucht jetzt halt die Zeit. Schickt den auf dem gebrauchten Satz los. Zweifel brauchen wir noch einen fürs Rennen. Er ist hinter Russell. Er könnte sich im Windschatten mitziehen lassen vielleicht. 4000stel hinter Stroll. Come on, der kann doch nicht im Q1 raus sein. Jetzt sag nicht, dass es Norris ist. It's currently yellow flags. Klingt nach einem Unfall. Sainz ist raus. Sainz ist raus. Sainz wird von 15 ins Rennen gehen. Das ist ein Ausfall. Ein Läuft bei ihm. Norris war eigentlich sogar vor Ricciardo. Wir starten schon mal von 14 und 13 mindestens. Das war nicht schlecht. Weiter. Hey, Autosetup haben sie jetzt mehr Vertrauen. Warum? Radio check and check the drink. Okay, radio check. Ich schicke beide hintereinander raus, weil sie sich im Idealfall Windschatten geben können. Und dann wird der hintere ein bisschen mitgezogen vom vorderen.
Ricardo 13 jetzt schneller als Norris. Wie lange halten die Reifen eigentlich durch? 22 Runden. Wäre sogar vielleicht fürs Rennen denkbar, die zu nutzen. Ich glaube, Norris ist dieses Wochenende einfach nicht so schnell wie Ricardo. Persönliche bei Norris. 13. langsamer als bei Ricardo. Yellow flags. Da ist ein Alpin raus. Yeah, confirm. Sehen wir uns das genauer an. Okay, da haben wir Alpin. Es gibt einen Unfall. Ist er komplett DNF'd? Nee, schade. Aber er wird sich nicht verbessern, also... Ja gut, aber er ist vor Ricardo und vor Norris. Ricardo auch im zweiten Sektorsteller. Verkehrte Welt bei McLaren. Ricardo auf 7! Ricardo auf 8. Ja, also vielleicht war es bei Norris wirklich einfach nur fehlende Pace für dieses Wochenende. Ricardo ist legit 8 Zehntel schneller gefahren als Norris. Krass. Nehmen wir nicht den 90% Reifen, weil den möchte ich vielleicht im Rennen ja noch aufziehen. Gehen auf den mit 88% erst. Norris musste seine Runde auch abbrechen wegen Ocon. Daniel, I didn't hear your radio check. Radio check. Yep, radio is also ich würde jetzt gerne wissen, ob Ocon seinen Unfall hatte. Moment. Das will ich jetzt zu gern wissen. Das interessiert mich jetzt zu brennend. Also, nix für ungut, ne? Aber bitte bei sowas mal Fact checken. Guck mal, wo Ocon ist. Guck mal, wo Ricardo ist und guck mal, wo Norris ist. Du möchtest mir also sagen, weil Ocon den Crash hatte, musste Norris die Runde abbrechen, aber Ricardo nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein. Böser Hamilton. Da war ja eigentlich gelbe Flagge. Ja, aber auch nur für Norris. Zumindest wenn man deiner Logik folgt. Wie gesagt, lasst uns mal bitte nicht immer alle Eventualitäten durchgehen, sondern einfach manchmal akzeptieren, dass irgendwas so ist, wie es ist.
Let's go. Ricardo wird als letzter die Runde starten. Let's go. Push, push. PB Sektor 1. Ich vertraue Ricardo. Ich vertraue darauf, dass Ricardo hier gute Ergebnisse holt jetzt. Come on. Der muss mindestens Achter werden jetzt. Perez 13. hinter Leclerc, nachdem die in Q2 so überlegen waren, ist es eigentlich eine Klatsche für Red Bull, dass da Ferrari die Pole holt und Ricardo holt den gewünschten 8. Platz. Ja! 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 Und er holt nochmal 1,5 Zehntel extra raus im Vergleich zum vorigen Quali, Alter. Was geht bitte ab? Alter! Wir haben, glaube ich. Wann haben wir zuletzt das Q3 geholt? Wann waren wir zuletzt im Q3? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist viel zu lang her. So, Moment. Das wird safe die schnellste von den dreien sein. Ja, ja. Mit Abstand. So, Medium. Medium wäre halt schneller. Das geht nicht. Medium hart, ne? Aber wann? Gehen wir in Runde 27 rein. Alles gut. Und Norris, Medium Hard. Gehen wir in Runde 26 rein. Passt eigentlich auch ganz gut, weil Norris nicht ganz so reifenschonend fährt wie Ricardo. Zumindest wenn man von Melbourne jetzt ausgeht. Von den Daten, die wir dort hatten. Ja, damit würde ich sagen, können wir doch ins Rennen starten. Auf geht's. Auf ein gutes.